Kampf um die Hundertstelsekunden. Schubenkopf Bahn 5, Ortega Bahn 4. Start ist geglückt, Schubenkopf ist gut weggekommen, aber auch Martino Lagarde ganz vorne dabei, David Oliver vorne weg, David Oliver in Führung, aber jetzt kommt Schubenkopf, Schubenkopf kauft und Schubenkopf gewinnt diese WM-Revanche, die keine Revanche ist, weil der gleiche gewinnt, der schon in Peking gewonnen hat. Sergei Schubenkopf, toller Lauf des Russen, der bestätigt seine tolle Form. Orlando Ortega und David Oliver danach so schnell ins Ziel und so gleichmäßig, dass noch ausgewertet werden muss, wer da Zweiter ist. 13:14 für Schubenkopf, die offizielle Zeit. Eine Machtdemonstration des Russen, der hier das bestätigt, was er schon in Peking gezeigt hat, dass er in ausgezeichneter Form ist. Hier sehen wir Schubenkopf und Ortega noch gleich auf. Oliver wirft da die Hürden reihenweise um. Man muss aufpassen, wie weit er rechts ist auf seiner Bahn. Hätte beinahe noch seinen Konkurrenten behindert. Schubenkopf souverän. Darien ist früh hängen geblieben. Musste bereits nach der ersten, respektive zweiten Hürde aufgeben. Und unterdessen offiziell David Oliver vor Orlando Ortega.